Willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider, Leute. Ja, Lara hat den Atlas. Den Atlas. Jonah lebt. Und da hinten blinkt noch was. Ich glaube, das hatte ich schon. Aber wenn ich speichere und raus aus dem Spiel gehe, dann kann ich einiges nochmal wiederholen. Wie zum Beispiel da hinten das Ding nochmal aufschießen. Das hatte ich nämlich auch gemacht. Ich hatte nur die Granatpfeile nicht genommen. Muss ich davon welche herstellen? Ja, ne? Wird mal wieder Zeit hier. Warte. Viel. Genau. So. Ist da oben ein... Jonah! Oh! Du siehst furchtbar aus. Furchtbar und glücklich. Ich hatte recht, Jonah. Dad hatte recht. Die göttliche Quelle ist echt. Ich wünschte, er könnte das selbst sehen. Er wäre stolz auf dich. Sophia hat mir erzählt, was du für Erfolg getan hast. Lara, schön dich zu sehen, Sophia. Jacob wartet im Observatorium auf dich. Aber ich wollte doch in die Höhle gehen. Ist doch viel wichtiger, oder? Sie haben ihn gefunden. Die Gründer von Kitesh waren geschickte Handwerker. Und hier betrachteten sie den Atlas. Jonah, probier die Ketten aus. Okay. Unglaublich. Sie müssen ihn verwendet haben, um den Bau der Stadt zu planen. Wie uralte Blaupausen. Ganz genau. Alles strahlt aus von diesem Punkt. Das Zentrum der Stadt liegt also unter dem See. Aber irgendwas stimmt nicht. Die Kathedrale, wo der Atlas war, ist auf der falschen Seite der Karte. Dreh noch etwas weiter. Halt! Das reicht. Kitesh liegt nicht unter dem See, sondern unter dem Gletscher. Die göttliche Quelle muss dort sein. Wie zum Henker kommen wir durch das ganze Eis? Warte. Dieser Pfad hier führt in die Stadt. Die Kathedrale ist dort und der Turm auf der anderen Seite. Das bedeutet, der Eingang von Kitesh befindet sich hier. Der Eingang von Kitesh ist hier. Sie wussten es. Come on.
Lara! Oh nein! Wir haben nicht viel Zeit. Es wird nicht lange dauern, bis Trinity die Position der Quelle entdeckt. Aber ich muss sofort zu Jonah. Auch wenn sie dadurch die Wahrheit aufgeben, deretwegen sie hier sind. Er hat sein Leben riskiert, um mich zu finden. Ich habe ihn fast schon einmal verloren. Das reicht. Dann gehen Sie. Tun Sie Ihre Pflicht. Falls Jonah noch lebt, halten sie ihn bestimmt im alten Sowjet-Gulag fest. Diesen furchtbaren Ort wollte ich nie wiedersehen, aber ich kann ihn jetzt nicht in Trinitys Händen lassen. Rise of the Tomb Raider, ausweichen während des Zielens und so weiter. Mann, das war echt spannend, das ist ja wie in einem Film. Dieses Spiel ist ein Spiel und irgendwie auch ein Film und ach, toll. Echt spannend. Aber warum ist Jonah schon wieder weg? Immer Jonah. Gerade erst wieder da, ist er schon wieder weg. Aber immerhin hat sie ja den Eingang jetzt, ne? Also, sie weiß ja wohin. Aber sie könnte jetzt halt weiter die Sache verfolgen oder halt Jonah retten und. Also, da passiert bestimmt auf jeden Fall noch was. Ich hoffe, dass er am Ende überlebt. Das wäre irgendwie doof. Wenn der jetzt irgendwie am Ende stirbt oder auch der Jacob. Die Rettung. Folgen Sie dem Trinity-Helikopter zur alten Sowjet-Wetterstation. Sowjetanlage. Sophia, bist du da? Lara! Geht's dir gut? Ja, ich bin oben beim alten Kupferwerk über dem Gulag. Ich werde dort nach Jonah suchen. Ich kenne diesen Ort. Wir haben Waffen dort versteckt, als wir Trinity das erste Mal angegriffen haben. Könnten sich als nützlich erweisen. Danke, Sophia. Wir sehen uns, wenn ich wieder zurück bin. Die Rettung. Ja, finden Sie Sophias Ausrüstungstruhe. Okay. Das war's mit meiner Höhle, oder was? Kann ich da gleich nochmal mit Schnellreise eben hin? Weil, nicht, dass ich das vergesse. Dann habe ich das wieder nicht mehr so auf dem Schirm. Hier kriegen wir neue Ausrüstung. Auf jeden Fall. Breitblatt-Kletterpfeile. Cool. Breitblatt-Kletterpfeile. Schießen Sie Kletterpfeile in weiche Holzoberflächen, um neue Orte zu erreichen. Halten Sie RT gedrückt, bis der Schuss voll aufgeladen ist, bevor Sie feuern. Ja. Das ist jetzt hier drinne. Das ist Gift. Kann ich die mal herstellen? Nee. Die? Nee, ich brauche neue Sachen. Okay. Was auch immer das bedeutet. Gehen wir mal hier nochmal dahin. Ein paar Münzen oder was? Ja, ich weiß, ich soll das jetzt ausprobieren. Mache ich auch sofort. Erstmal muss ich nur mal hier das Lager noch nehmen. Sie haben jetzt Jonah und den Atlas. Aber wenn Sie glauben, dass er etwas weiß, lassen Sie ihn vermutlich noch am Leben. Ich kann nur hoffen, dass Jonah durchhält, bis ich ihn finde. Ich muss ihn zurückholen. Ich lasse ihn hier nicht sterben. Halte durch, Jonah. Ich finde dich. Ja, das habe ich mir gedacht, dass sie das als vielleicht wichtiger ansieht. Fähigkeiten. Ich mache mal den Kämpfer besser. Ich weiß ja nicht, was so demnächst wieder auf uns zukommt. Adrenalin allein ist nach einem erfolgreichen, lautlosen Kill kurzzeitig keinen Schaden durch Feinde. Ausweichkill erledigen Sie Feinde mit Rüstung sofort durch zeitlich perfekt abgepasst drücken von Y beim Ausweichkonter. Das mache ich mal. Das ist wichtig. Ist immer gut. So, was haben wir noch? Nix? Nix. Gut. Wir bleiben mal so. Und dann, wenn ich kann,
Ich weiß aber nicht, ob es... Also das hier ist ein Schnellreise... Ja, das ist eben... Nee. Scheiße. Ich bin nicht bei einem Schnellreiselager. Das heißt, ich kann gerade nicht dahin zurück, wo wir gerade eben noch waren. Das ist natürlich doof. Na toll. Nochmal hier in die Ecke. Ach, da ist auch noch was. Na, das nimmst du auch nochmal mit, bitte. Lara! 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 Antworte mir! Als ich dich das letzte Mal gesehen habe, warst du... Verdammt, Lara, sei nicht tot. Nach der Lawine kam ein kurzes Signal, ein kurzes Echo. Aber es muss deine Stimme gewesen sein. Ich bin mir ganz sicher. Ich weiß, du hast überlebt. Zumindest die Lawine. Seitdem kam kein Piep mehr. Aber ich versuch's weiter. Ich weiß, ich sollte mich in Sicherheit bringen, aber... Du hast echt geglaubt, dass ich dich hier lasse? Echt? Du solltest mich besser kennen. Oh, armer Jonah. Eine abgefangene Funkübertragung von Jonah. Trinity muss ihn überwacht haben, als er mir in das Tal gefolgt ist. Tja, scheiße. Gelaufen. So, und da vorne kann ich das bestimmt gleich machen. Kann ich hier auch was machen? Nee. Gut. Ah, da. Da geht's lang. Kartenaktualisierung. Nehme ich mal an. Ja. Neue Geheimnisse entdeckt. Aha, aha. So, jetzt kommt das gleich wieder mit dem Holz. Barrieren werfen, whatever. Reitblattkletterpfeile, genau. Gehe ich jetzt hier hin? Wo? Wo soll's sein? Wo wollt ihr es haben? Kann ich hier nehmen, ne? Ne, ich soll hier irgendwas bestimmt an den Brettern. Ne, da hinten. Ne, hier. Ah. Direkt hier. Okay. So, ja, dann. Aha, ach, so sieht das jetzt aus. Und nu? Greifen Sie gelbe Kletterpfeile. Ach so, dann. Ja, ich muss aber länger. Okay. Und dann ist der aber weg. Ah, ich verstehe. Ach so, und dann kann ich mir das selber so bauen, sozusagen. Den Weg. Ja, das ist ja cool. Ah. Noch ein bisschen. Noch mehr Propaganda. Arbeite hart gegen Kälte und Hunger. Unser Russisch hat sich wieder verbessert. Sehr schön. So. Wird mir gerade was angezeigt und ich meine nicht das A. Kann ich hier rein? Nee. Okay, dann wollen wir mal. So, und dann kann ich da unten wahrscheinlich noch weiter lang. Dann machen wir das mal. Cool. Voll lange. Umgeschlittert. Ich denke immer, wenn das hier leuchtet, dass ich da was machen kann. Da sind ganz schön viele Feinde unten, sehe ich gerade. Gut zu wissen. Da ist eine Kiste. Da kann man hoch. Nee, da ist keine Kiste, da sind die Dinger hier. Okay, wo gehe ich denn mal lang? Dann hier oben oder da unten? Uff, schwierig. Ein Sturm kommt auf. Aha. Gehe ich mal lieber erstmal hier lang. Ach, ich kann mich hier bestimmt auch runterfallen lassen, oder? Oh Gott, geht das? Ich gehe mal erstmal hier nach oben. Mal, ob hier noch was ist. Okay, ein paar Zweige. Das ist schon mal gut. Kann ich hier das Dings ab... Nein. Aha. Wenn ich mich jetzt hier runterfallen lasse... Ja, ist schwierig gerade. Gehe ich jetzt zurück und runter? Sieht so nach so einem kleinen Extra-Versteck aus. Und von da aus an die Wand geht das auch... Ich weiß es nicht. Ich probiere das mal auch. Ich weiß, es ist nicht so das... Tollste, was ich vorhab, aber... Nee,
sollst schon runter. Und dann ein bisschen so. Und dass wir dann hier so nach links springen. Und dann schnell. Kannst du hier... Oh, scheiße. Ja. Oh, 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 ich habe sogar noch überlebt. Wieso habe ich überlebt? Ich habe überlebt. Ich wollte gar nicht überleben. Ich wollte es, wenn, dann nochmal ausprobieren. Scheiße, jetzt bin ich sonst wo. Ach, hier bin ich jetzt bei so einem Funkturm-Dings wieder. Oh, ich will wieder nach oben. Oh nein, wo bin ich denn jetzt? Scheiße. Oh, ich bin jetzt voll auf der falschen Seite, oder nicht? Aha, kacke. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Dann geh ich mal hier hoch. Aber guck mal, da kann man auch rauf. Ja, jetzt habe ich aber 1000 Sachen übersehen da oben, oder was? Wahrscheinlich hätte ich hier... Weiß ich nicht, keine Ahnung. So blöd gerade irgendwie. So, da kann man auch hinschießen. Wo kann ich denn mal ran... Dingsen hier, da. Ja, dann gehe ich mal hier lang. Ja. Vielleicht kann ich ja mit Schnellreise oder so doch noch irgendwo lang. Keine Ahnung. Okay. Ja, das war jetzt halt nicht so schlau. Ich wollte da gar nicht hin. Ich dachte, oh, da ist aber noch was. Ja. Ich kann jetzt durch die Wände gucken, was ich vorher gar nicht konnte. Dann nutzen wir wenigstens die Zeit und sammeln noch ein paar Sachen ein. Das ist so blöd. So, völlig im falschen Platz. Und ich habe mich schon so gefreut, jetzt hier auf die Gegner fertig machen. Schade. Jetzt kann man natürlich Sachen machen, die wir vorher vielleicht nicht konnten. Da kann ich nicht lang. Hier vielleicht irgendwo rüber. Ja, tut mir leid, wenn es ein bisschen ruckelt, aber hauptsache ich komme hier mal voran. Mit dem Schnee. Hier ist noch so eine... Ah, sehr schön. Ja, davon kann man nie genug kriegen hier von den Kisten. Ist schon gut, dass ich die gefunden habe. Teil Kipp auf... Was? Kipplaufflinte. Okay. Und dann irgendwo war noch was. War das das hier? Das Vogelnest, was ich gesehen habe? Mhm. Kann ich hier hoch? Kann ich hier was... Ah, ich kann was abschneiden. Kampf um die Flagge. Schneiden Sie alle Sowjetflaggen ab. Also. Das war eine von 7. Gut zu wissen. Ja, ich habe nur gar keinen Plan jetzt, was ich mache. So, weil ich ja hier, glaube ich, voll falsch bin. Warte. Wo ist noch was? Da liegt... Da will ich hin. An dieses... Da ist... Weiß ich nicht. Das ist ein Relikt. Da liegt irgendwas. Ich gehe mal hier runter. Kannst du hier um die Ecke das finden? Da, 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 da! Ein Familienfoto. Russland, späte 1950er Jahre. Vielleicht war einer von ihnen hier gefangen. Das ist ja cool, dass man so... Ja, so ein echtes Foto da so reingebracht hat. Lies das mal. Hier steht etwas geschrieben. Erinnere dich. Aha. Das ist ja cool. Das macht das ganze Spiel natürlich noch wesentlich realistischer irgendwie, finde ich. Das ist schon cool jetzt. So, Sprachkenntnis erhöht. Ja, prima, prima. Wenn wir schon uns verirren, ne, dann verbessern wir uns hier. Ist ja wohl klar. Noch irgendwas hier? Da kann man wieder so Flaggen und so, ne? Die Flaggen hier, die kann ich bestimmt abschneiden. So, kann ich da vielleicht rüber mal? Über den Schneebäumchen hier. So. Ist arschkalt, ne, Laria, ich weiß. Ist da vielleicht auch noch da was drin? Aber dann würden wir es, glaube ich, sehen. Kannst du noch höher? Da kommen wir her. Kannst du hier rauf? Nein. Schade. Ja, hier waren wir schon mal. Tut mir leid. So. Weiß nicht. Ah, hier kann man noch eine Flagge abschneiden, ne?
Genau. Zweiter. Immerhin kümmere ich mich gerade um sowas noch. Ne? So. Scheiß auf die Flaggen. Wir packen das. Und ich soll eigentlich halt nach links. Ich meine aber... Oh. Dein Freund. Ups. Tut mir leid, was passiert. Bestimmt geht es ihm gut. Das hoffe ich auch. Okay, wir haben aber Funkkontakt. Das ist schon mal gut. Ich denke, wir planen einen Großangriff. Eine Grenzschande zu mehr. Was hast du gehört? Einer der Jungs von meinem letzten Job arbeitet in der Zentrale. Er sagt, bald brennt die Erde. Du hast doch die Fotos vom Minenbüro oben gesehen, oder? Die Sowjets werden kaum einfach so den Laden dicht gemacht haben. Klar, aber die Einheimischen können unmöglich so viel Schaden anrichten. Genau das werden sich die Sowjets auch gedacht haben. Oh oh. Moment, Bewegung. Nein, ich bewege mich nicht. Ich glaube, da draußen ist jemand. Nein, ich bin hier nicht. Wir haben Kontakt. Geistig, Feuer frei. Nochmal, komm, nochmal. Nochmal. Oh, das gibt's doch nicht. Ah! Mach ihn mal mit Y fertig. Y. Y, der Ultima... Ja, gut, okay. Scheiße. Jetzt wissen sie alle Bescheid, das ist doch scheiße. Wissen die alle Bescheid jetzt? War das der letzte hier? Oh Mann, oh. Dabei macht Schleichen und nicht bemerkt werden so viel Spaß. Aber ich hab's verkackt. Ich war ein bisschen zu nah dran. Ich dachte, in den Büschen sieht er mich vielleicht doch nicht. Aber ja, scheiß drauf. Vielleicht sind ja noch ein paar da. Ne? Können wir die noch ein bisschen hier... Ja, nimm mal das Holz mit. Das brauchen wir auch. Na, schade, auf einmal waren sie doch alle hier. Ich bin also doch richtig. Ich denke, wir planen einen Großangriff. Eine Grenzschande. Was hast du gehört? Einer der Jungs vom letzten Job arbeitet in der Zentrale. Er sagt, bald brennt die Erde. So, wie steht es mit dem Funkverkehr hier unten? Das Gelände blockiert die Sicht. Irgendwas im Tal erzeugt EM-Interferenzen, die die Verbindung mit den Satelliten blockieren. Ich weiß nicht, wo die Typen sind. Ich kümmere mich mal um die im nächsten Part von Rise of the Tomb Raider. Ja, mal gucken, ob wir das mit denen schaffen, ne? Irgendwo da unten werden die rumlungern. Und hier können wir auch rein. Das machen wir auch. Also, bis dann.